Weil ja die anderen Ems nicht genug sind. Jetzt richtig los, Jungs! Morgen mit Aua im Kopf. Aua im Kopf. Ich sehe das genau so wie du. 1:1. Wie hast du Step bro, I'm stuck. Geil, Alter, geil. Sie wollen wissen, wie ein Hurensohn aussieht. Geil. Da ist einer. Wer ist auch ein Hurensohn? Ich glaube, das checken die. Oder? Den ganzen Zoll. Den ganzen Zoll. Checken die. Haben sie letztes Mal auch. Da waren die schon so, meinst du so, 17 Zoll? Der war, sieht aber größer aus. Flex mal einmal kurz. Alter, dieser See unter den Armen. Ist das die Nordsee oder ist das der Atlantik? In so uneleganten Treppen runtergehen. Junge, was machst du davon? Was machen die da? Das ist aber nicht legal, oder? Guck mal, nimm doch mal noch andere Felgen. Alter, das hat keinen Sinn. Ich habe heute einen richtig hässlichen Hawk gesehen aus Lese, ne? Hawk? Ja. Der hatte über seine Scheinwerfer einfach so grüne Sirden-Vinyl-Sticker drauf. Mein Gott. Manche Menschen haben auch keine Geschichte. Kannst du dich jetzt in den Dings reinhocken? Kofferraum? Geht gar nicht. Hey, warte, haben wir nicht irgendeinen VW? Komm raus! Komm raus, Junge! Ja, easy, Allah! Ja! Ja! Komm raus, die Alter! Und? Echt? Ja, ehrlich. Gerade schon gesagt, wenn Leute uns sehen, die denken auch MKLK Autovermietung. Dann denken sie M3, M2, Supra, STI, E36, Seat, Hurensohn. So. Nicht mehr normal, der Junge. Das sieht so komisch aus, wenn der einfach hinter mir herfährt. Junge, vorhin kam uns Paul entgegen. Junge, der muss sich auch denken, was geht denn jetzt nochmal? gibt doch Lichtstufe? Ja, ja. Nochmal. Nochmal, Finki? Fährt er zweimal? Stimmt. Weil ja die anderen Ms nicht genug sind. Nächster MKLK. Das sieht auch böse aus, ne? Der sieht übertrieben dick aus. Den auf Luft. Ja, hab ich auch schon gesagt. Mein Papa ist mit, keine Ahnung, 15.000 oder so erstmal mitgefahren. Die haben sogar noch ein Video gehabt, wenn der läuft und du stellst eine Euro-Münze drauf. Die fällt nicht um. Der läuft so maschallah gut. Ja, V8 ist ja, läuft ja sowieso immer. V8, das macht Krach in der Nacht. Fühl ich. Ich hab da gerade so Flashbacks von letzten Jahr. Ja, Digga, du hast ja Schutz gehabt.
Also den machst du draußen. Der bleibt hier drin. Ich mach das nicht mehr mit dem. Hab ich drauf. Die geht nicht ran, der Wurm. Wir können uns am Straßenrand stellen. Das ist so nass! Digga, mein Arsch ist komplett nass! Habe ich mir gedacht. Sag ich ja. Und bitte, Bruder. Der geht doch. Du musst doch ein bisschen früher gegenlenken. Ja, dann lenk mich doch am Arsch. Oh, der kann gar nichts mehr. Also ganz ehrlich, wenn die mir heute das Ding jetzt nicht eintragen, das Fahrwerk, dann hole ich mir Flares für den E36. Und sagst du, dann ist Eintragen einfacher? Ja, dann passt es wenigstens, dann komme ich wenigstens runter auf Null Bar. Indirekt dazu zwingen, mehr umzubauen. Bruder, wenn du nicht einträgst, dann kommt Flares, wallah. Stell mal vor, Junge, der jetzt schon das Herz. Also ich meine, der wird zwar nicht mehr in meine Garage passen, aber ist ja kein Ding. Meinst du? Safe nicht mehr. Ist ja so schon verlängert. Aber dann nur Flares oder direkt ein Whitebody-Kit? Flares. Dann können wir auch direkt ein Driftauto rausbauen. Alter, einfach die Fresse. Ich bin nicht so teuer, die Kits für die Scheißteile. Bring mich nicht auf doofe Gedanken, Alter. Das Geile ist ja... Flares wird nicht gut aussehen, glaube ich. Meinst du nicht? Ich weiß nicht. Guck mal, du hast so eine gerade Wand und dann hast du noch so ein...
Ding an der Seite. Einfach nur hinten so ein bisschen Overfender, dann geht das doch schon. Ja. Was für eine Größe fährst du jetzt eigentlich an Felgen? 8,5er. WT? 30 oder 35, ich bin gerade unsicher. Und du kommst nicht runter wegen deinem Federbein? Richtig. Tschüss. Ist das denn legal, was hier passiert? Ja, ist legal, was hier passiert. Nein, das ist ich glaube nicht. Italien kommt, dieser, der hat auch Luft und so, den kenne ich halt von Insta und so, aber... Was denn, kaufst du mir sowas? Hä? Kaufst du mir sowas? Ich würde es gerne, ja. Unerreichbar, jedes Auto, was hier steht, unerreichbar. Danke für die Einladung. Gerne, gerne. Hau rein, komm, wir beschreiben das. Du bist hier. Ich hab ihn durch die Brille.